Es ist wieder mal Zeit für eine neue Top Edition. Heute ist Folge 244 dran. Heute siehst du, was der Mensch alles an Erdöl, Plastik, Kleidung, Fleisch und Elektronik konsumiert. Du fragst dich, wieso das Geräusch ertönt. Genau das erkläre ich in meinem nächsten Bericht. Viel Spass! Weiss jeder, was er da hört? Also Notfallsirene? Ja, ich weiss die noch. Man sollte den Radio anstellen und mal hören, was los ist. Ja, Sirene, ja. Eine Sirene? Klingt so. Eine Sirene, ja. Immer am ersten Mittwoch vom Februar findet der Sirenentest statt. Die Schweiz besitzt rund 5'000 allgemeine Sirenen. Etwa 600 davon können ebenfalls als Wasseralarm eingesetzt werden. Der allgemeine Alarm ist dafür da, um die Bevölkerung vor ausbreitenden Bränden oder anderen Naturkatastrophen zu warnen. Der Wasseralarm ist dafür da, um im Wassergebiet bei einem Sturm oder Überflutung die Menschen zu warnen. Aber kennt die Bevölkerung den Unterschied? Keine Ahnung. Weiss ich nicht, sorry. Das wüsste ich jetzt nicht. Ich weiss, was ein Alarm ist und dann das Radio anstellen und dann hört man. Wird sie informiert und dann kann man, ja, Wasser, dort oben, okay, ist der Dampf gebrochen, okay, gut, da oben, vielleicht. Oh, das kann ich, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob es da einen anderen, gibt es einen anderen Sirenenton? Ja, habe ich schon mal gehört, aber ist mir das nicht parat. Der allgemeine Alarm ist ein regelmäßiges Auf- und Absteigen von einem Heulton, der eine Minute lang andauert. In der Nähe von Wasserkraftanlagen und Stauanlagen wird der Wasseralarm ertönt. Er umfasst 12 tiefe Durtöne von je 20 Sekunden in Abstand von je 10 Sekunden. Meines Wissens muss man Radio einstellen. Auf alle Fälle, ob irgendwie etwas kommt, irgendwie ein Alarm oder so, und ob es die Gegend betrifft. Und dann je nachdem halt evakuieren. Ja, wie gesagt, Radio anstellen ist am besten oder der Fernseher, je nachdem. Das ist schon eine schwere Frage. Ich muss mir Radio hören, eben. Und dann schauen wir, was passiert. Also, ich bin nicht sicher, aber ungefähr ist es so. Also beim allgemeinen Alarm, wir haben ja im Haus einen Luftschutzkeller wahrscheinlich. Muss man da reingehen, nehme ich an, ja? Oder beim Wasseralarm, ja, muss man eher aus dem Haus gehen, nehme ich an, ja? Wenn Hochwasser ist, ja. Sehen, dass man den Berg hochkommt. Beim Wasseralarm sollte man schnellstmöglich das Gebiet verlassen. Beim allgemeinen Alarm sollte man das Radio einstellen und hören, warum der Alarm ausgelöst wurde. Zudem werden über das Radio weitere Anweisungen von der Behörde folgen. Falls man unterwegs ist oder kein Radio besitzt, sollte man einen Blick in die App Alert Swiss werfen. Dort findet sie ebenfalls Informationen, warum der Alarm ausgelöst wurde. Findet sie es wichtig, dass die Schweiz im Besitz ist von diesen Sirenen? Ja, glaube ich schon. Sicher. Okay. Ja, schade kann es mal nicht, wenn mal etwas in der so Dammbruch ist oder Hochwasser geht und dann, ja. Ja, ich denke, es macht durchaus Sinn, auch gerade wenn man die Stadt Bern anschaut mit dem Mattenquartier und dem Wasseralarm. Ich denke, es macht sehr wohl Sinn, ja. Auch heute noch. Das ist wichtig, ja, auf jeden Fall. Die werden gebraucht, ja, sicher. Ja. Ich hoffe, die Sirene ertönt erst wieder am ersten Mittwoch vom Februar. Weil dort, wie am Anfang schon erwähnt, werden alle Sirenen in der Schweiz getestet. Am Schluss von meinem Bericht habe ich mir noch einen kleinen Scherz erlaubt.
Und zwar habe ich den Interviewpassanten erzählt, dass, wenn der Wasseralarm ertönt, sollte man den Regenschirm aufmachen, damit man weniger nass wird. Aber was macht man, wenn man keinen Regenschirm dabei hat? Genau das war die Frage. Und auf was die Leute da geantwortet haben, das seht ihr jetzt. Ich glaube, das macht gar nicht so viel Sinn, so einen Regenschirm aufmachen, dann je nach Wasseralarm. Wenn zum Beispiel zu viel Wasser am Boden ist, dann ist der Regenschirm ja auch nichts. Also. Eine lecke Badhose. Ja, also wenn Wasseralarm ist, dann lieber in die Höhe irgendwas weh. Oder? Ja, wird man nass einfach. Ohne Regenschirm wird man nass. Die Kapuze über den Kopf ziehen. Geht, was soll man sonst machen, ja. Oder sich unterstellen, wenn es geht, ja. Genau. Unser Konsum ist viel grösser, als die meisten denken. Aber was hat das für Konsequenzen? Der Janus und Latifa sind dieser Frage nachgegangen. Unsere Welt ist wunderbar. Ein Wunder der Natur inmitten einer Galaxie der Unendlichkeit. Vor hunderten Millionen von Jahren gab es auch schon Lebewesen auf diesem Planeten. Vor 4,4 Millionen Jahren gab es auch schon den ersten Menschen auf der Welt, der dem Schimpansen sehr viel ähnelte und auch schon den aufrechten Gang besitzte. Die Menschen unterscheiden sich von anderen Lebewesen durch ihren Verstand. Und so hat es bald keine natürlichen Feinde mehr gegeben von Menschen, da sie alles an sich gerissen haben. Die Menschen haben sich immer weiter vermehrt und im November 2019 sind 7,75 Milliarden Personen auf dieser Erde gewesen. Vom Zeitraum 2015 bis 2020 sind pro Jahr ca. 78 Millionen Menschen dazugekommen. Aber hat die riesige Zahl nicht auch Konsequenzen, wie zum Beispiel in unserem Konsum? Und das ist auch unser heutiges Thema, denn es geht um unseren Konsum, angefangen mit der Fleischindustrie. The World Wide Fund for Nature, WWF, hat bestätigt, dass für 1 Kilogramm Rindfleisch 6,5 Kilogramm Getreide plus 36 Kilogramm Raufutter und 15.500 Liter Wasser gebraucht werden. Gleichzeitig werden jedes Jahr 310.000 Hektar vom Regenwald verwendet, um Viehfutter anzubauen. Das entspricht der gesamten Fläche von England. In Deutschland zum Beispiel ist der Bedarf nach Fleisch so hoch, dass die Menge an Ackerland nicht ausreicht, um die Tiere zu füttern. So kommt es, dass Millionen von Tonnen von Soja als Kraftfutter für unsere Nutztiere im Amazonas angebaut werden. Mehr als 80% der deutschen Sojaimporte stammen aus Südamerika. Und nur 2% vom Soja wird zum Beispiel für Sojamilch oder Tofu oder ähnliche vegane Produkte verwendet. Und der Soja von dort stammt meistens aus heimischen Äckern. Im Jahr 2018 importierte China aus Europa 1,2 Millionen Tonnen an Schweinefleisch. Darüber hinaus wurden 947.000 Tonnen Schweinefleisch in den Rhein eingeführt. Das ergaben Zahlen aus dem Februar 2019. Das bedeutet aber auch, dass Europa für China nicht nur das Wasser, sondern auch die Luft verpestet. Die Tiere, die für diese Fleischindustrie gehalten werden, sind in extrem schlimmen Konditionen. Sie werden in extrem engen Räumen und Transportern gehalten und manche von denen kommen eigentlich nur auf die Welt, um nachher zu sterben. Genau wie unser Fleischkonsum übermäßig groß ist, sieht es auch bei Kleidern aus. Die folgenden Zahlen stammen aus einer Greenpeace-Studie, wo 1011 Menschen zwischen 18 und 65 Jahren darüber befragt hat. Rund 7000 Liter Wasser werden verbraucht, um eine einzige Jeans zu produzieren. 3500 giftige Chemikalien werden eingesetzt, um Rohmaterialien so bunt wie möglich zu bedrucken. Im Durchschnitt hat eine deutsche Person 95 Kleidungsstücke im Schrank. Davon wird jedes fünfte nicht getragen. Bedenklich, wenn man nachdenkt, dass 2500 Liter Wasser verbraucht werden, allein für die Produktion von einem T-Shirt. Besonders in trockeneren Regionen führt der hohe Wasserverbrauch oft zu Fehlverteilungen. Denn wo Menschen das Wasser eigentlich dringend brauchen würden, wird es oft einfach in die wirtschaftlich wichtigeren Baumwollfelder eingeteilt. Eine der schlimmsten Faktoren ist die Fast Fashion. Übersetzt steht es für schnelle Mode. Sie bringen nicht nur eine Frühjahr-Sommer-Kollektion oder Herbst-Winter-Kollektion raus, sondern 24 Kollektionen. 24 Kollektionen, die so billig wie möglich produziert werden, damit der Kunde auch häufig einkaufen geht. Trotzdem verdient die Fast-Fashion-Industrie daran. Auf Kosten der Umwelt, der Mitarbeiter und der Qualität. H&M-Ware wird zum Beispiel zu 60% in Asien hergestellt.
Nur so können ihre Preise konstant so billig werden. Das sollte aber auch klar sein. Wenn du ein T-Shirt für irgendwie 4 oder 5 Franken kaufst, dann ist es auch klar, dass es in der Produktion so viel gespart worden ist, wie nur möglich. Zum Beispiel bei Nähreihen in Bangladesch. Bei einer 14-Stunden-Tagesschicht erhält eine Näherin in Bangladesch 90 Euro im Monat. Der nationale Mindestlohn liegt bei 61 Euro monatlich. Damit können Kosten von der Miete oder Essen bezahlt werden. Jedoch Luxus, wie zum Beispiel eine Versicherung, liegt dort nicht drin. Schätzungsweise arbeiten auf diese Weise 3,5 Millionen Menschen in Bangladesch. Insgesamt 75 Millionen Menschen auf der Welt arbeiten in der Textilindustrie. Davon sind 80% Frauen zwischen 18 und 35 Jahren alt. Allein der Transport, die Herstellung, der Gebrauch, alles rund um die Kleidung selbst, verbraucht jährlich 850 Millionen Tonnen CO2-Emissionen. Bisher entfallen ca. 25% vom weltweiten Insektizid und 10% vom Pestizidemarkt auf den Baumwollanbau. Pestizide und Insektizide sind der weltweit grösste Verursacher von Bienen- und Insektensterben. Der hohe Wasserverbrauch in der Textilindustrie ist hauptsächlich auf den hohen Baumwolleanbau zurückzuführen. Durchschnittlich weltweit werden 10.000 Liter Wasser verbraucht für Baumwolle und das nur für einen Kilogramm an Kleidung. Das war es von der Top Edition 244. Wir sehen uns in 2 Wochen für die nächste Folge 245. Ciao zusammen. Ich habe das Gefühl, ich habe noch etwas vergessen. Ah ja, ich habe noch etwas vergessen. Weißt du, wie lange Videogame schon existiert und wie man Videogame mitgestalten kann? Seit 1996 gibt Videogang Jugendlichen die Möglichkeit, sich im Fernsehen zu verwirklichen. Wir haben schon etliche Reportagen, Kurzfilme, Erklärvideos und vielem mehr eine Plattform bieten. Willst du auch bei Videogang mitmachen? Dann schreib uns ein Mail an info@contentmakers.ch. Wörter sind so stark, speziell wenn du eine Stimme hast wie ich. Aber das ist nur der Anfang. Kennst du schon Dario? Er kann ziemlich gut mit Kameras umgehen. Schnitt. Aber lass es doch nicht so langweilig sein. Das ist Janos, unser Soundspezialist und Music Producer. Glaub mir, er ist ein Genie auf seine eigene Art. Nicht schlecht, oder? Wie wär's mit ein paar geilen Animationen? Das ist Tim. Er ist ein Windows-Fanatiker. Aber wir mögen ihn trotzdem. Für Social Media haben wir speziell eine Abteilung. Hier arbeitet hauptsächlich unser Analyst Elias. Ich bin jetzt schon wieder seit 5 Stunden offline. Er ist manchmal etwas eigen, aber auch er erreicht irgendwie seine Ziele. Hey Latifa! Kannst du schnell kommen? Ich habe ein Problem mit dem PC. Ja, sicher. Oh. Also, look. Oh mein Gott, ich muss dir was erzählen. Nein, doch. Bitte nicht, Joey. In Tunesien gibt es ja keine Ampeln. Und weil es keine Ampeln gibt, da kann man einfach fahren, wie man will. Und wenn man einfach fahren kann, wie man will, dann ist es richtig cool, weil man kann auf der Straße fahren, man kann am Bürgersteig fahren, man kann am Meer fahren, man kann im Sand fahren. Einfach irgendwie, weil es gibt keine Ampeln, es gibt keine Regeln. Und weil ich in Tunesien eine Vespa habe, kann ich auch so fahren, wie ich will. Und weil es ja keine Ampel gibt, dann ist es viel besser. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich finde es schade, dass es in der Schweiz Ampeln gibt. Nein, nicht wieder mal. Gut, und genau das ist Content Makers. Wir sind jung und nicht so ordinär und langweilig wie andere. Bei uns sind Überraschungen an der Tagesordnung.
TV-Sports, Imagefilme, Berufsporträts, Kurzfilme, Animationen, Sketches und vieles mehr. Kommen Sie auf uns zu.